Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Pfaden zu Dateien und Ordnern beschäftigen. Und ich habe ja schon im vorletzten Video mal anklingen lassen, was denn ein Pfad genau ist. Ein Pfad beschreibt eben im Dateisystem, wo ein Ordner oder eine Datei liegt. Also, wie ist der Elternordner eben meiner Datei und wiederum deren Elternordner und auf welchem Laufwerk liegt das Ganze denn beispielsweise. Ne? Das sind eben die typischen Informationen, die man aus einem Pfad herauslesen kann. Und typische Pfadangaben sind zum Beispiel diese hier. Vorsicht, das ist nicht ein String, den wir in C# einfach so schreiben können. Das ist wirklich bloß eine Pfadangabe, wie Sie ihn eben aus dem File Explorer beispielsweise kennen. Also wir haben eben das Laufwerk C. Das geht bis hierhin. Und dann haben wir eben den Ord Users Kenny Pictures Elephant.png. Das wäre eben ein absoluter Pfad zu einer Datei. Oder wir sind hier eben in dem Ordner D Programming ITPG2/. Das wäre eben ein absoluter Pfad zu einem Ordner. Wir sehen hier eben eine Datei, bemerkt man eben so, dass am Ende kein Slash mehr ist. Und wir hier eine Dateiendung im Üblichen sehen. Bei diesem Ordner sieht man eben hier, wir haben hier keine Dateiendung bei diesem letzten Bezeichner und dafür noch ein Slash dahinter. Und das ist eben die Anzeige, dass das ein absoluter Pfad zu einem Ordner ist. Also das dürfte Ihnen auch sehr wahrscheinlich bekannt sein, wenn Sie den Datei-Explorer ab und zu mal benutzen. Es gibt aber nicht bloß diese absoluten Pfade, sondern auch relative Pfade und die sehen wir hier eben jetzt unten. Und diese haben wir auch bis jetzt schon in den Beispielen, die wir bis jetzt gesehen haben, eingesetzt. Wir haben hier eben diese Datei temp.tmp. Das ist eben eine temporäre Datei, die wird häufig mit der Endung tmp für temporary abgekürzt. Und diese Datei liegt genau in dem Pfad, in dem unsere Exe-Datei auch ausgeführt wird. Das ist eben der relative Pfad. Bei relativen Pfaden geht man eben von einem vom Ausführungspfad üblicherweise aus. Also das ist bei uns in Konsolenprojekten immer der Ordner, in dem unsere Exe-Datei liegt, die gerade ausgeführt wird. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Also es gibt auch eben Services oder Web-Services haben einen unterschiedlichen Ausführungspfad. Das könnte man schon mal im Hinterkopf behalten, wenn man dann irgendwann mal sowas programmieren muss. Aber wir können jetzt in der Vorlesung immer davon ausgehen, dass für relative Pfade eben immer diese Voraussetzung gilt. Die sind eben genau der Ordner, in dem auch unsere Excel-Datei liegt. Dann haben wir hier eben hier diesen Doppelpunkt. Das ist auch die Besonderheit, die man eben bei relativen Pfaden angeben kann. Das sagt eben aus, geh einen Ordner nach oben im Dateisystem und suche dort in diesem Oberordner eben den Unterordner lib. Und da liegt eben diese Dynamic Link Library, DLL abgekürzt, unity.dll drin. Das würde sozusagen heißen, von unserem Ausführungsordner aus gesehen, liegt im Schwesternordner oder Parallelordner, habe ich es hier bezeigt, lib eben diese Datei drin, die wir hier in diesem Pfad eben angegeben hätten. Und das ist jetzt eben Backup 2002, wäre eben für einen Ordner, der zwei Ebenen unterhalb des aktuellen Verzeichnisses liegt. Das ist eben auch eine relative Pfadangabe hier. Und wenn wir solche Pfadangaben programmatisch verarbeiten wollen, dann bietet sich eben die Klasse System.IO.Path an. Und diese gibt im Wesentlichen diese wichtigen Methoden mit. Wir können zum Beispiel die Extension für einen Dateipfad einfach ändern. Wir können, das ist wohl das, was am häufigsten benutzt wird, combine, mehrere Pfadangaben zu einem Pfad kombinieren. Das möchte ich vielleicht auch mal kurz zeigen. Beispielsweise, ich möchte jetzt im Parent Directory eine
Datei beschreiben, die quasi eine Ebene über dem Ausführungsordner liegt. Das könnte ich ja beispielsweise so machen. Ich hole mir erstmal das Directory, das da existiert. Ich sage eben hier New Directory Info und gebe hier bloß die beiden Punkte an. Das heißt ja, geh vom Akt, das ist ein relativer Pfad, geh bitte eins nach oben. Und wenn ich dann hier irgendwo einen File-Namen bekomme, ich tue jetzt so, als wäre das eine Variable, tatsächlich wäre es wohl interessanter, wenn wir hier eben eine tatsächliche Datei bekommen, also das als Parameter reinbekommen, aber ich sage jetzt hier einfach mal bloß test.txt, dann kann ich eben mit der Path-Combine-Methode eben sagen, dass ich jetzt eben von Directory-Info-Full-Name, das gibt den absoluten Pfad an zu dieser Directory-Info, und diesem File-Name, dass ich diese beiden Sachen kombinieren möchte, und das, was da hier zurückgegeben wird, gebe ich eben direkt mal auf der Konsole aus, und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Das heißt, wenn wir das hier jetzt auf der Konsole ausgeben, dann sehen wir hier, haben wir eben diese beiden Komponenten kombiniert. Wir haben hier jetzt eben den vollen Pfad, das liegt eben bei mir auf meinem Desktop-Rechner auf D, Programming, IT, PG2, Hello World, Bin, und dann sind wir eben bei text.txt. Und ich habe hier jetzt in diesem Fall eben den Ordner Debug ausgelassen. Also Bin ist sozusagen der Ordner, der drüber liegt. Okay. Das ist eben die Methode, die man am häufigsten bei der Klasse Path benutzt. Man kann dann auch noch aus einem Path eben den Ordnernamen rausnehmen, also der unterste Ordner im Pfad sozusagen. Man kann sich die Dateiendung rausholen oder bloß den Dateinamen oder sogar den Dateinamen ohne Extension, wenn man möchte. Oder zu einer relativen Pfadangabe eine volle Pfadangabe haben, dann den Root-Ordner sich holen oder den Pfad holen für einen temporären Ordner für den aktuell angemeldeten Windows-Nutzer. Auch das ist hier möglich. Hier kann man vor allen Dingen auch überprüfen, wenn man das möchte, ob ein Pfad eben absolut oder relativ ist. Nämlich wenn der Pfad an der Wurzel sozusagen beginnt, das ist ja mit isPathRooted ausgedrückt, dann heißt das eben, dass er ein absoluter Pfad ist. Und wie gesagt, am häufigsten braucht man Combine, das habe ich gerade noch mal kurz im Code gezeigt. Die anderen Methoden können Sie eben nutzen, sobald Sie wirklich dafür Verwendung haben. Dann würde ich Sie eben bitten, dass Sie sich genau dann auch noch mal beispielsweise in der MSDN-Library darüber schlau machen, wie diese auch genau funktionieren. Ja, damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Was Sie eben mitnehmen sollen, okay, es gibt relative Pfade, es gibt absolute Pfade und Path Combine ist wahrscheinlich das Werkzeug, das ich haben möchte, wenn ich Pfade kombiniere. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!